dass Elderbrink guter Dinge. Viel Vertrauen in die Mannschaft. Sein Team war ja auch stets dran. Die letzten drei Partien gingen alle erst sehr spät verloren. Apropos spät, hier fällt früh das 0:1. Ryan Shannon. Nichts zu sehen, weil da Patrick Bertschi Tim Wolf die Sicht nimmt. Bulli Goal. Ärgert er ja am ersten Aufeinandertreffen zu Saisonbeginn das einzige Tor gegen die ZSC Lions. Erzielt hatte die Lions, die jetzt mit 0:2 in Führung gehen. Ein Schuss von Bergeron. Unglaublich diese Effizienz. Ich denke, Bastl lenkt die Scheibe entscheidend ab. Werden wir hier am besten sehen. Danielsson, nächster Schuss und jetzt ist die Scheibe drin. Drittes Tor an diesem Abend, zum dritten Mal im Powerplay. An Lakers ist man sich das gewohnt. Zuvor waren es die ZSC Lions, die jeweils in Überzahl brilliert hatten. 100% Erfolgsquote bei ihnen. ZSC Lions jetzt ein erstes Mal bezwungen. Lukas. Draxler, Bertschi. Da war der Draxler anfalls noch dran. Tatsächlich. Scheint mental besser drauf zu sein, der 20-Jährige, als sein zwei Jahre älterer Kollege. Aber wird hier ebenfalls ein weiteres Mal bezwungen. Ein erstes Mal, um das zu konkretisieren, 1:4. Und das war jetzt ein Fehler von Punenovs, direkt auf den Stock von Scheppi, der hier das vierte Zürcher Tor erzielt. Danielsson. Gefährliches Spiel von Bergeron und das geht ins Auge. Jordy Murray von Bergeron, der die Scheibe hier hätte rausspielen können. Stattdessen versucht er noch den Pass in die Mitte auf Matthias Seger. Powerplay-Tor für die Lakers. Danielsson. Nochmals Niklas Danielsson, Johansson. Toll gespielt, Walser, Anschlusstreffer. Jetzt in 7 Spielen in Folge immer gepunktet. Zuletzt 3-mal in Folge auch ein Tor erzielt. Bergeron. Scheibe in der Luft. Landet letztendlich bei Gehring. Der Druck gesetzt wird von Benjamin Neukomm. Malgin. Gehring. Also etwas langsam bei den ZSC Lions, aber nicht ungefährlich. Etwas gemächlich ließen sie es angehen. Malgin mit seinem zweiten Assist. Punenovs kann die Scheibe nicht parieren. Keller lenkt sie hier mit dem Handschuh ab. Bergeron. Künzle. Draxler. Künstler mit dem Tor Nummer 6. Schaut sich das an. Weißkopf einfach mal ins Niemandsland. Sven Berger nicht da und vor dem Tor auch niemand zu Hause. So einfach kann es gehen. Sven Berger, Antonio Rizzello. Rizzello, gute Aktion. Anschluss. Noch nicht ganz geschafft, aber immerhin das 4:6 durch Marco Pedretti. Energieanfall von Rizzello, der da gleich 3 Zürcher auf sich zieht. Davon profitiert Pedretti. Alle Zürcher etwas gar scheibenfixiert. Pedretti mit seinem zweiten Saisontor. Unbestrittener Tabellenleader bleiben die ZSC Lions. Sie gewinnen trotz happigem Programm auch heute.